Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und Willow ist auch dabei, genau. Hi. Ich habe ihn schon gesehen, den Arschlochkäfer, der ist aus dem Stein gekommen. Man musste einfach nur das Spiel neu laden. Oh. Das heißt, wir müssen erstmal, bevor wir irgendwas machen, Arschlochkäfer töten. Und da hinten ist eine Spinne, die könnten wir auch zerlegen. Aber Arschlochkäfer, der nervt mich. Ja, warte, ich muss noch hier mich mit meinem Bogen und so ausrüsten. Der ist hinterm Haus, aber also bei dem Grasende, okay. Und hinter mir ist die Spinne, ist natürlich ungeil. Grashalm Power. Kannst du ja theoretisch da oben bleiben? Oh, jetzt kommt er schon, scheiße. Nee, ich meine. Oh, der ist schon fast tot. Whee! Okay, hätte ich auch. Ja, gut. War hart. Ich glaube, ich werde mal hier mehr Fallen bauen und das hier richtig zumachen. Das fuckt mich ab, ey. Ameisen kommen da unten hin und alles andere auch und ach. Ey, du Scheißspinne. Wollen wir die auch noch mitnehmen? Das sind die richtigen. Wenn sie wissen, sie kriegen einen Arsch voll, hauen sie ab. Das stimmt. Wenn ich runtergehe, kommt sie wieder. So ein Feigling. Scheiß Gras, da. Heinrich, was machen wir denn heute? Wir suchen uns ein neues Bauprojekt. Soll ich schon mal loslaufen? Ja, ich schaff das schon hier. Soll ich zu dir kommen? Nee, ist schon gleich tot, die hängt jetzt. Dann bringe ich noch die Leichenteile weg und dann. Du kannst schon vorlaufen, dann weiß ich auch, wo ich hinlaufen muss. Okay. Gut, Knut. Ich habe auch schon Spinnennetze mitgenommen, damit wir uns einen Tausammler da in der Ecke bauen können. Super, das brauchen wir nämlich immer, was zu trinken. Die Spinne, gegen die Spinne habe ich eigentlich nichts. Es ist einfach eine Spinne, mein Gott. Aber diese Arschlochkäfer, ne? Das ist. Oh. Es gibt einfach Viecher, die regen mich auf. Die müssen sterben. Das Viecher ist ja nicht ohne Grund Arschlochkäfer. Genau. Scheiß, mir fehlen zwei Pfeile. Haben uns ja schon was dabei gedacht, als wir den so genannt haben. Ja, ich mochte ihn nicht. Aber jedes Mal, wenn ich gegen diesen Käfer kämpfe, muss ich auch irgendwie an Starship Troopers denken. Jetzt werden die jungen Leute sagen, was sagt der alte Mann? Ja, Starship Troopers ist ein, wie soll ich sagen, ein friedvoller Film. Nach einem Buch von Robert Heinlein. Ja, und es geht um Pazifisten. Kann ich nur wärmstens empfehlen, guckt mit eurer Familie, am besten auch mit den Kleinkindern. Dann, ja, das ist genau was für die, das ist nicht schlimm, alles gut. Achtung, Sarkasmus. Was? Aber kein Sarkasmus dabei. Also heute sind die 10 nicht mehr so schlimm wie damals, oder? Aber egal, ich mag den Film. Aber nur den ersten. Okay, hier oben kommen wir tatsächlich schon mal suchen. Haben sie das Gebiet erweitert? Nee, hier steht immer noch under construction, aber das hat uns ja schon mal nicht gestört. Aber wir können auch erstmal auf die Picknickbank hoch. Ja, dann bauen wir dann Tennis. Ob ich da durchlaufen kann. Okay, ich kann da einfach durchlaufen. Baut man dann ein Tennisfeld oder was? Ich will auch, also, da
glaube zumindest, dass es auf der Bank cool ist. Deswegen bauen wir erstmal auf die Bank. Ja. Ah, was gut ist hier bei diesen, wollte schon Grasspender sagen. Nee, Wasserspender ist es auch nicht. Hier in so ein Sprenger ist, hier halt. Hier, da kommt meistens immer Wasser runter. Ey. Ja, ich habe hier leider noch kein Unkraut gesehen. Lass mal Wasser runter. Scheißteil. Haben sie gefixt oder was? Unkraut. Ja, Unkraut ist doof. Also Gras gibt's hier massig. Das brauchen, ja, aber Unkraut brauchen wir halt echt für... Ich gehe mal in diese Richtung. Treppen. Da ist dunkles Gras, wollte ich schon sagen. Nein, oh, ich hab's heute, ey. Trockenes Gras. Das sind ja auch manchmal Stängel. Behaupte ich mal. Ah ja, hier war das Kassettentape. Die dauerhaft schlafende Spinne. Ich glaube, die wecke ich jetzt einfach mal. Die wird mega angepisst sein. Das ist eine Wolfsspinne. Ja, und? Warte mal, hier komme ich tatsächlich so hoch. Ich komme hier tatsächlich relativ weit, ohne was zu bauen. Los, du Ameise, geh dran vorbei. Ich helfe dir. Aufstehen. Na? Gut gelaunt? Also, ich wäre nicht gut gelaunt. Ja, und ich glaube, die machen ein schönes Schläfchen, dann kommt da so ein Arschloch und schlagt mir einen Pfeil in den Kopf. Ich treffe zielgenau in das rechte Auge mehrere Pfeile. Oh, warte mal, Spinne, ich brauche Ausdauer. Also, ich habe noch nie so einfach eine Wolfsspinne tot gemacht, also... Ja, okay, hier steht ja auch, dass das noch hier an der Construction ist, ne? Seien wir mal fair. Ich bin noch deswegen davor. Ist das Gebiet ja, ja, aber ich ja nicht. Und das, ja, hier ist es tatsächlich relativ langweilig, glaube ich. Also bei dir würde ich nichts sagen. Also bei dir alles gut. Du bist ja da, wo das Kassettentape, echt, das könnten sie da mal nicht weiter. Echt mal bearbeiten. Ja, also hier ist gerade echt nur... Gras, nichts sonst. So ein paar Tautropfen sind am Gras mit dran. Aber hier sind halt keine Viecher, nichts. Scheiße. Also, wir können, also hier oben können wir noch ein bisschen warten, bis hier was ist. Oh, ich also, kann in den Stein gucken. Das ist doof, weil da drunter sind jetzt 4 Pfeile von mir gerutscht. Ah, Ameise. Hm. Gut, also hier oben ist es noch sehr langweilig, dann bauen wir vielleicht tatsächlich erstmal auf den Picknicktisch was hoch. Gut. Weil hier oben ist ein, es ist einfach nur nichts. Da es noch unter, an der Construction ist, ist hier wirklich nur Gras, ein bisschen Klee, keinerlei Viecher. Ja gut, aber ja, die Treppe hoch kann schon mal nicht schaden, vielleicht gibt es ja irgendwas Tolles. Und ich glaube, da ja, vorne war da mal. Aber wir haben hier ja, allerdings haben wir hier null Unkraut. Also ja, wir haben hier wirklich nur Gras und Klee. Hier hinten ist das Gasgebiet, also... Hm. Also ich würde trotzdem da auf den Picknicktisch was bauen. Ja, ja, mach. Ich suche nur da schon mal Stängel. Stängel. Hm. Weil wir brauchen ja welche. Ich sehe gerade welche. Ja, ich suche hier gerade nur einen sicheren Weg nach unten. Ah, da sind auch noch welche. Ach, hier sind ganz viele. 3. Ach, da sind die Kackwanzen. 2 werden beschützt von den Kackwanzen. Ein Haufen Kackwanzen. Und da fängt schon das Gasiland an. Und wer hat seine Gasmaske nicht dabei? Ich. Mathilde. Ich auch nicht. Natürlich scheiße. Ah, dann rechnen wir noch kurz nach Hause. Auf die Wanzen habe ich jetzt keinen Bock auf Action. Ah, die habe ich schon gesehen. Die denken sich, lecker Heinrich, komm mal her. Jam, jam, jam. Ach, da ist der schräge Stein. Und da ist noch eine Wolfsspinnelein. Ah, hier sind auch noch welche. 3 Stück, super. Jetzt ist die Frage, reichen meine Dings aus, meine Pfeile? Du, ich bin jetzt einfach da hingegangen, wo unsere Ameisen sind. Unser Ameisenhügel, der ist ja nicht weit. Also, du bist jetzt so ungefähr von mir, keine Ahnung, gefühlt 250 Zentimeter. Okay. Spinne schläft weiter, ist pisst. Huch. Ja, einen habe ich schon eliminiert, also. Spinne ist weggepackt.
Heute schon viel getötet. Pflanzenfasern können wir ja auch wieder gebrauchen. Ja, ey, du Arbeiterspinne, lass das mal da liegen da. Das habe ich gerade hier erwirtschaftet. Ja, wahrscheinlich ist auch tatsächlich noch nichts da oben auf dem... Ja, genau wie auf der Veranda, da war ja auch nichts. Aber da kommt noch was. Die arbeiten ja dran. Also ich, genau. Wie gesagt, genau. Ich weiß ja noch nicht, was auf dem... Ey, du Stängel, endlich zerplatzt da. Was da bisher geplant ist, wir müssen uns echt mal so eine Roadmap angucken. Das haben wir noch gar nicht gemacht eigentlich, ne? Ja. Wir spielen einfach immer nur. Ja. Nur Information. Die Information kommt von euch. Ja. In den Kommentaren. Er ist meins. Vielleicht sollten wir uns da mal was durchlesen. Ist ja auch bald Jahresende, da werden sie bestimmt irgendwas bekannt geben, was so für 2021 geplant ist. Hoffen wir es mal. Werden wahrscheinlich alle machen so. Ah, irgendwie nerven mich die Stinkwanzen, aber wenn wir die jetzt töten, sind sie nächstes Mal wieder da, also. Naja. Und das bisschen töten macht mich voll hungrig. Ich werfe jetzt hier einfach mal einen Krautstängel hin. Oh nein! Ich bin im Wasser. Nein, es war zu tief. Ach, eigentlich. Aber ich krieg meine Unkrautstängel wieder. Gott sei Dank. Ich habe es ja schon mal gehabt, dass ich ja nichts wieder gekriegt habe. Weil es einfach zu tief war. Und ich hasse diese Ecke, weil in dieser Ecke gibt's Klee. Dachten sich die Entwickler auch. Mit was könnten wir die Leute nerven? Richtig abfacken. Klee. Klee ist so nervig. Ich überlege gerade, wie komme ich nicht. Bist du gerade noch bei diesem Picknick-Ding hier, ne? Doch. Ach, hier ist so viel Kackwasser. Ich hätte den Weg gar nicht gehen müssen, so wie ich gerade gegangen bin. Naja. Aber wenn wir jetzt jedes Mal, wenn wir da arbeiten, die Wolfsspinne töten, dann gibt's gut zu Zeug. Nebenbei. So. Toll, ich habe jetzt gerade das eine Quarz, die drei Quarz, die ich hatte, habe ich jetzt gerade verbaut für die Tausammler. Ja, tut mir leid, aber... Nee, alles gut. Vielleicht findest du noch irgendwo was im Wasser oder so. Mhm. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Stängel. Gut, ich bin da mal hier unterwegs. Na. Ich meine, jetzt sind wir ja auch gerade noch nicht so weit von zu Hause entfernt. Nee, aber es ist halt immer nett. Und im Endeffekt ist es ja nur einfacher für uns in der Zukunft, wenn wir immer unterwegs sind. Dann haben wir mal hier und da... Ach, ja. Du. Hehe, Arsch. Dann haben wir hier und da... Ach, so viele Pfeile von Heinrich. Doch jetzt erstmal fertig. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, einen habe ich noch gerade gekriegt. Nee, es hilft denn uns, wenn wir unterwegs sind, dass haben wir immer was zu trinken. Auch wenn mal wieder so ein Bug ist, dass wir kein Wasser vom Gras kriegen, weißt du? Hier und da haben wir unsere Quellen. Ja, ja. Es macht das Spiel nur für uns einfacher, also zumindest ein Survival-Aspekt. Ach ja, Kackwanzen, euch habe ich ja gerade vergessen. Da! Alter Kackwanzen. Habe ich schon erwähnt, dass ich gerne Flammenwerfer hätte? Ich glaube, jedes Mal. Gut, ich wollte es nur mal gesagt haben. Weil jetzt auf so einem Stein so eine scheiß Wanze da schön flambieren und
Kann man gleich essen. Gegrillte Stinkwanze. Die hat eine Ameise getötet, die andere Kriegsameise ist angepisst. Und die Wanze da, die gucken sich jetzt an. Aber ich trinke erstmal einen Schluck. Einen Schluck aus der Heldentasse. Ich wusste, dass es kommt. Und nein, er hat keine Heldentasse bei sich. Aus der Heldentasse schmeckt alles besser. Ja, du hast aber keine Heldentasse. Das wissen die doch nicht, du Petze. So, ich werde jetzt der Kriegerameise helfen, um das zivile Opfer da zu rächen. Und die Stinkwanze, Baumwanze, Kackwanze zu eliminieren. Jetzt kriegt aber der Wanzentyp Verstärkung. Aber die gucken sich und legen sich schlafen, oder was? Die genießen die Show. Oh, ich habe doch Unkraut gefunden. Oh, oh, aber hier sieht es stinkerig aus. Ja, da, ach so, Gasmaske, siehst du? Oh, und da oben habe ich Zeug gefunden, dass ich auf dem Oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Oder auch nicht. Ich hol mir erstmal was zum Stinkerschutz. Bring mir was mit. Naja. Ich muss der Ameise helfen. Ja. Und da muss ich nach Hause, weil ich voll bin. Ja, und ich brauche noch Quarz. Die eine Baumwanze verkriecht sich. Und irgendwann bei Gelegenheit müssen wir auch noch Schleimstängel holen. Oh, hier liegt ja was Totes. Eine Kriegerameise. Achtung! Oh. Baumwanze hinter dir. Lock die nicht zu mir. Ich kämpfe hier gerade mit der Kriegerameise. Die lenkt die nämlich ab. Die Kriegerameise ist nämlich mein Freund. Ich muss das was trinken. Don't even need to boil it. Immer mit der Ruhe. Wir kämpfen gleich weiter. Nach der Pause. Nein, hier, es geht gleich weiter. Ey, wo kommt ein Pfeil nicht an? Alter. Pfeil? Geht doch. Kriegerameise, langsam könntest du mal kämpfen. Ich habe nicht mal viele Pfeile. So, da war es nur noch eine. Alter, triffst du mal diese scheiß Krähenfeder? Ups. Sie pisst auf mich. Schieb mal weiter Agro, aber Ameise. Schieb mal weiter Agro. Ach, schon wieder unterm Stein. Wie mache ich das? Das ist ja wie in echt. So, warte, was wollte ich? Ich wollte Quarz holen und eine Gasmaske. Gasmasken. Ist doch gerade in. Ey, ich treffe diese scheiß Wanze nicht. Boah, das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Da türmen sich so die Leichen auf. Weil wenn ich die gleiche gekillt habe, die Wanzen, dann haben wir wieder zwei Stängel, die wir abarbeiten können. Sehr schön. Apropos Stängel, ich bring mal was von zu Hause mit, weil wir haben so viel Unkraut bei uns vor der Haustür. Jo, das ist gut. Oh nee, das ist Deko, das ist kein Unkraut. Was ist denn nun los? Oh, ich habe keinen Pfeil. Ey, du Kriegerameise, ich helf dir und du verpiss dich? Schieb mal Agro. Schieb mal Agro? Ja, da sollte er die Leute Agro machen. Ach, Gott sei Dank. Oh, ich wollte noch Quarz mitnehmen. Ja, Heinrich, Quarz, wieso sagst du mir das? Gasmaske, nicht? Quarz. Heinrich ist hier im Kill-Modus. Das ist es natürlich. Du hilfst wieder den Leuten oder den anderen Ameisen, ne? Und was kriegst du wie im wahren Leben? Eine kalte Schulter. Nicht mal ein Dankeschön. Nicht mal ein Dankeschön. Ich opfer Zeit und Pfeile. Hörst du ein Dankeschön? Kürbenzahnfeld. Oh, das war Schatten. Ich dachte, da kommt die Wanze schon. Heinrich hat Angst vor Schatten. So heißt die Folge.
Heinrichs Angst vor Schatten. Okay. Hoffentlich merkst du dir das, bis ich das zwischenspeichere. Nee, das habe ich jetzt schon vergessen. So, danke für deine Hilfe. So, wollen wir jetzt die andere Wanze auch nochmal platt machen? Los, fass! Heinrich der Pflanzenblätter. Ja, dafür ist mein Bogen auch gleich im allerwertesten. Aber es ist auch die letzte. So, danke. Eigentlich müsste ich dich jetzt töten. Das wäre aber nicht sehr nett. Nee, ich hab's. Hab das wäre ein ziemlicher Arschloch-Move. Ja, gut, mach ich nicht. Da hat ja die Ameise so schön bei der Stinkwanze geholfen und dann willst du sie. Hey, ja. Die hatten sich da bekämpft, so fast. Die haben. Also zugeschlagen haben sie auch nicht, aber sie haben sich stundenlang erstmal angeguckt. Aber es wäre zum Kampf gekommen. Und ich habe geholfen, dass die Ameise überlebt. Ja, die andere, die Arbeiterameise, ist leider gestorben. Das konnte ich nicht verhindern. Oh. Ich habe Hunger. Lass das liegen, du Ameise, sonst bist du gleich tot. Oh, da ist noch eine Leiche. Nee. Da verbaue ich jetzt nicht meinen Quarz, weil sonst habe ich keinen Quarz mehr zum Reparieren. Ich glaube, zu Hause haben wir auch nicht mehr viel Quarz, oder? Ich habe alles, was wir noch an Quarz hatten, mitgenommen. Wir haben keinen Quarz mehr zu Hause. Gut, dann hat sich die Frage schon erledigt. Jetzt noch mal eine dumme Frage. Wo haben wir dann Quarz gefunden? Ich glaube in Höhlen und so. Ich glaube im Anfangsgebiet, oder? Ja, ich glaube. Und dann werde ich gleich mal auf die Suche gehen. Das ist eine gute Idee. Ich bringe dir erstmal die Stängel, die ich hier abgetragen habe. Es werden leider nur, keine Ahnung, 13 werden oder so. Also nicht 16. Finde ich schade, aber naja, dafür haben wir ein paar Stinkwanzen weniger. Ich muss aber leider als erstes den Grill fertig machen, wenn er nicht fertig ist. Nee, der ist noch nicht fertig. Ach, der braucht auch noch andere Scheiße, das Brick und so eine Pisse. Mhm. Verdammte Kacke. Ja, das habe ich jetzt. Brick und Kiesel braucht er noch. Ja, gut, dann kann ich auch kurz nach Hause gehen. Aber wir haben ja schon mal ein paar Stängel hier. So. Dann muss ich schnell nach Hause. Oder habe ich was Essbares noch da? Nö. Gut. Dann mache ich mal einen Schuh. Mach das. Ich mache derweil den Tausammler mal fertig. Einen zumindest. Ja. Bin ja erstmal gut. Aber zumindest einen fertig. Achso, die Gasmaske hast du mir mitgebracht, oder? Okay. Ja, hätte ich mir gerade mitnehmen können. Habe ich nicht dran gedacht. Egal. Hast du nicht dran gedacht? Schießt dir gleich einen Pfeil zwischen die Augen. Aber. Wäre ja auch nichts Neues. Ich nehme erstmal einen Schluck aus der Heldentasse. Oh. Ich glaube, ich muss dir eine Heldentaste schenken. Vor allem, wenn man bedenkt, was da wirklich auf der Taste draufsteht. Was steht denn drauf? Naja, das sage ich nicht, weil das ist ja dein alter Arbeitgeber. Ach so. Ja, stimmt. Ja, da will ich auch nicht für werben und so. Wie viel Sprössling braucht nur 4, ne? Ich weiß es gerade nicht. Dann nehme ich mehr mit.
Was braucht denn man noch für das scheiß Lagerfeuer? Kiesel. Kiesel, ach, da lag doch hier einer. Kiesel voll. Nee, ich bin voll. Aber die habe ich dann auch hier gleich zusammen. Dann haben wir den auch fertig. Ah, das ist schon wieder Essen schlecht geworden. Ja. Geht das? Das war bestimmt dieses Seezeug aus dem Wasser. Das ist durchaus denkbar. Nice and clean. Dum di da di 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 dum di da. Jo. Auf jeden Fall können wir hier in Ruhe bauen, weil hier noch nichts los ist. Ja, darum ist es ja nicht verkehrt, wenn wir da schon was haben. Vielleicht ist es dann in Zukunft halt ein bisschen schwieriger, da zu bauen und dann haben wir da schon unsere Treppe. Ja. Was da? So. Dann esse ich nochmal davon was. Loop-di-doo, di-doobie-doobie-doo. Schaufel habe ich auch dabei. Ja. So, Kiesel. Sollte hier massenhaft rumfliegen. Oh Gott, der Rabe hat mich gerade erschreckt, ey. Ja, oder wenn der... Der ist voll Rumsbums auf ja, dem Tisch gelandet. Wenn der landet, das hört sich voll... voll laut an, ja. Rumsbums eben. Du Stein, bist du Quarz, Kiesel? Kiesel will ich nicht. Hätte sich das echt mal merken sollen, wo dieses scheiß Quarz ist. Ja. Oh. Das ist ja ein Massaker. Oh. Ameisen und Weevil hier. In der Box. Ja, und theoretisch, wenn du die Weevil mitbringst. Oh. Ja. Wenn die Ameisen nicht zu aggro wären und ich da reinkomme, hatte ich nicht davor mal was gebaut? Dass man da was reinkommt? Ey! Jetzt hau mich nicht, du Kackameise! Wie praktisch, das ist ein Tautropfen. Ich komme nicht rein. Ich hab doch hier eine Treppe vorgebaut. Ah, jetzt bin ich drin. Der Wassertropfen. Ich hab ihn doch gesehen. Wo ist er runtergetropft? Hey, bleib hier, bleib hier. Wassertropfen, wo bist du? Oh, noch Pilze, lecker. Da bist du. Hätte ich damals rausgeworfen, weil ich keinen Platz habe. Ah, kommen die vielleicht wegen den Pilzen? Das wäre... Das musste mal drauf kommen. Das wäre echt... Das wäre ja geil, wenn die wirklich wegen den Pilzen hier reingehen. Dann brauchen wir nur mal vorbeilaufen und die ganzen Viecher killen. Wir haben ja keine Chance.
Die Arbeiterameise ist schon voll. Will trotzdem noch jagen. Ja. Ich habe jetzt 6 Weevil-Fleisch. Ja, guck an. Bin ja auch schon ein gutes Stück weitergekommen auf der Treppe. By the power of Helion, champion of the sun. Oh, scheiße, wo waren die Höhle? Water filtration tablets needed. Die war doch bei einer Kamera, oder bin ich falsch? Nee, bei einer Kamera war eine. Das war die Kamera mit den Milben. Dann habe ich die richtige Vermutung. Hä? Komm mal rein. Ah, hier ist eine Milbe. Da bin ich ja wahrscheinlich richtig. Spannung. Ah, hier ist auf jeden Fall dann Leuchtschleim. Oh, sehr schön. Nimm gleich mal mit. So viel Platz habe ich jetzt gar nicht. Scheiße. Ich glaube, ich muss leider... Ah, hier den Kopf brauche ich nicht. Tschüss, Kopf. Ah. Das Quarz zieht mich vor. Quarz. Quarz, ja. Entschuldigung. Ich bin auch Quadrazit oder so. Ich glaube auch. Inventar ist voll. Scheiße. Ja, da muss ich ein bisschen Essen hier zurücklassen. Hast du das Lagerfeuer schon fertig gebaut? Nein, ich warte auf die Kiesel. Ja, ich frag doch nur. Da brauchst du auch nicht gleich so Zekometer auf 1000 machen. Ich frag doch nur. Dann muss ich jetzt das Fleisch fallen lassen. Dann nehme ich halt nur 4 mit. Es ist auf jeden Fall die Höhle mit den Milben. Das kann man sich eigentlich so gut merken. Okay, dann bringe ich das nach Hause und dann komme ich dann mit dem Sprig und dem Kiesel zu dir und dann können wir das Lagerfeuer fertig bauen. Sehr schön. Oder kann ich was anderes fallen lassen? Pfeile. Ach komm, ich lasse die Sprösslinge fallen. Ich sammle neue. Aber in der Höhle waren keine Milben. Okay. Draußen haben welche irgendwo rumgelungert, aber an dem bin ich vorbeigegangen. Hm. Ah, jetzt höre ich die Kampfmusik. Noch mehr Kampfmusik.
Oh nein! Ich glaube, einfach weiter. Mach das. Wo zwischendurch was trinken sollte man. Ja, das ist prinzipiell eine gute Idee. Jetzt ist das Tropfen ins Wasser gefallen. Ah. Ich hasse sowas. Jo, ich auch. Jo, ich bin schon fast oben. Hä, wo lockt er mich denn hin? Unsere Basis ist doch nicht am Sumpf. Mist. Das hatte ich schon mal irgendwie, dass das irgendwie voll in die falsche Richtung eingeleitet hat. Nee, der hat da wahrscheinlich irgendwie um Punkt gemacht, aber... Haben wir da einen Marker gesetzt? Gucke ich mir nachher nochmal an. Ich bin fast zu dir gelaufen, aber ich will doch jetzt hier nicht da alles lagern. Jetzt, weil wir hier keine Kiste haben. Tisch. Na, wo ist der Tropfen? Wo ist der Tropfen? Wo ist der Tropfen? Da. Nice and clean. Voll den mega Umweg gelaufen, aber hey, ist ja dunkel. Ja. Ist mir aber auch schon passiert. Und du kannst ja eigentlich schon die fertige Treppe anschauen, wenn du doch bist. Ja, schön, brauche ich nichts bauen. Habe ich nur Besorgung gemacht. Ist doch alles gut. Also von diesen Slim-Schleimstängeln habe ich 16 mitgebracht. Sehr schön. Bin ich auch. 20. Also sagen wir es mal so, die erste Treppe ist fertig. So auf die erste... Ach so. Auf die Sitzbank sozusagen. Ja, von da soll es ja nicht mehr... Sollte es ja nicht so hoch sein, oder? Naja. Und man könnte natürlich einfach hier dann so weitergehen. Wenn ich gerade bei der Basis bin, brauchst du noch was? Choke it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Außer Kiesel und Sprig. Fällt jetzt gerade nichts an. Okay, dann bin ich jetzt auf dem Weg zu dir. Gerade sagen, so ein Tautropfen Gras fände ich mal wieder ganz nett und da ist einer. Oh, gut getimt. Ja. Voll die mega fette Treppe, voll die mega fette Treppe, voll die mega fette Treppe hat Mathilde gebaut. La 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 la. Okay. Uiuiui. Ja, ich glaube, den einen Marker, den wir da oben auf die Kiesel, auf die Steine gepackt haben, den zeigt er mir als Basis jetzt an. Hm. Ich bin ja angefangen zu bauen. Komm zu mir, ich bin auf der Treppe. Ah, ich bin schon dran vorbei, okay.
So, gleich was zum Braten draufgepackt. Oh, ich habe auch noch was zum Braten. Ach, der braucht noch Quarz. Scheiße. Der zweite. Na egal, nicht mehr heute. Deswegen habe ich auch gesagt, da packe ich meinen letzten Quarz nicht drauf. Ich gucke erstmal mit nach oben. Ah. Da geht's hoch. Ist auch echt weit. Ja, deswegen baue ich hier direkt an der Seite einfach weiter. Wir haben noch Stängel für 3 Treppen. Ja, also wieder Stängel suchen. Ja. Stängel, Stängel. Dann brauche ich eine neue Lampe. Trockengras und Saft. Trockenes Gras ist hier genug. Jo. Ich glaube 3, dann mache ich mir 2. Und dann suche ich mir den restlichen Kram und suche erstmal Stängel. Auf der Suche nach Stängel, Stängel. Sie auch mal wieder hell? Das frage ich mich auch, wie spät ist es denn? 2 Uhr morgens. Das dauert noch. Irgendwie ist es bei uns immer dunkel. Immer, immer, immer. Und es ist immer nur ganz kurz hell. So 5 Minuten lang. Gefühlt hast du recht. Ja, ich weiß. Dann brauchen wir wahrscheinlich wieder einen richtigen Server, dann könnte man das wieder einstellen, ne? Ja. Aber ehrlich gesagt nicht, bis das Spiel nicht fertig ist. Wenn das Spiel fertig ist, sind wir mit dem Spiel fertig. Ah, hier sind noch Stängel. Sind nur 4, aber die bringe ich hier gleich mal vorbei. Ja, supi. Und die Fackel ist somit verbraucht. Ich glaube, ich muss das ganze trockene Gras hier mal wegrollen. Ja gut, hier aber... Hier liegt so viel trockenes Gras rum. Ich konnte es jetzt gebrauchen. Ich brauche jetzt nur noch Saft und ein bisschen Fiber und dann... Pflanzenfaser habe ich, wenn auch genug. Ja, die sammle ich unterwegs. Das ist alles... Also ich habe schon 15 Stück, so ist es jetzt nicht. Die sammelt man ja ganz automatisch, wenn man hier... Ja, die liegen ja auf dem Boden. Hier, Gras. Zack, zack. Hat man schon wieder 2, 4 Stück. Soll ich dir das gleich mit hochbringen? Ja, kannst du gleich oben ablegen. So nett bin ich. Super süß. Hol ich dir hier hin? Nicht runterrutschen. Vielleicht sollte man genau hier... So ein Geländer bauen, weil wenn jemand so wie ich nicht drauf achtet und nebenbei labert und dann voll Speed, dann laufe ich und sterbe. Kannst du ja gerne machen. Das war nur ein Vorschlag. Ich suche jetzt Stängel, Stängel. Wobei, wollen wir die Folge mal unterbrechen, weil die ist, glaube ich, schon gefühlt wieder so ein bisschen länger als geplant. Gut, wenn es euch gefallen hat, dann geht mal grillen.
Ist ja das richtige Wetter draußen. Ja. Nichts geht über November grillen. Schön. Ich meine das ernst. Schön in der Garage. Genau, Garagenparty. Gut, dann viel Spaß dabei. Bleibt gesund und liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.